Die Kollegin Sandra Weser das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch einen Gruß an meine Tochter Margot oben auf der Bühne. In Zeiten von Handelskriegen ist Mercosur zuallererst ein Signal, dass freier Handel, Warenaustausch und multilaterale Zusammenarbeit noch immer gebraucht wird. Und es ist auch ein Garant für Frieden, denn Länder, die miteinander Handel betreiben, tun sich nicht bekriegen. Und dieses Abkommen kann die größte Freihandelszone dieser Welt schaffen. 770 Millionen Menschen können in Wohlstand leben, auch in noch sehr armen Ländern wie Uruguay und Paraguay. Es wird ja oft so als Autos gegen Agrarprodukte-Deal verhöhnt und erlaubt Mercosur für eine Vielzahl von Produkten Zollsenkungen für über 4 Millionen für europäische Produzenten. Diese Nachricht kommt eigentlich nie an. Und um den neuen europäischen Bürgern, Bauern und aber auch den Klimaschützern ein bisschen die Angst zu nehmen, hilft hier mal vielleicht ein Blick auf die wahren Fakten. Und zwar, Landwirte befürchten eine Schwemme von billigem Rindfleisch. Aber die verhandelten neuen Kontingente erreichen nur geringe Prozentsätze des EU-Verbrauchs. Wir haben hier weniger als 2%. Und das Gleiche gilt auch für Zucker, genauso wie für Geflügel und Rindfleisch. Und die Importquote beläuft sich auf jährlich 99.000 Tonnen zusätzlich Rindfleisch, und zwar aus allen 4 Ländern zusammen. Das ist gerade mal ein kleines Steak für jeden Bundesbürger. Das sind genau 243 Gramm. Und laut Handelsexperten ist es unwahrscheinlich, dass hier Preisdumping betrieben wird, weil die Produzenten erstmal ihre eigenen Gewinne erhöhen werden. Und der Preiskampf, den wir in den Supermärkten befürchten, der wird hier ausbleiben, der wird durch ganz andere Dinge getrieben. Aber es bieten sich auch deutschen Agrarproduzenten große Chancen auf den neuen Märkten. Sie können dann zum Beispiel zu jährlich sinkenden Steuersätzen 10-mal mehr Käse aus der EU exportieren als bisher. Und zusätzlich verpflichten sich die Mercosur-Unterzeichner, mehr als 350 europäische Ursprungsbezeichnungen zu schützen. Da ist dann der Schwarzwälder Schinken und die Spreewaldgurke in Sao Paulo genau die gleiche wie in St. Georgen oder am Schwielochsee. Und auch der Schutz der Umwelt beunruhigt viele, und zwar zu Recht. Die schrecklichen Brände, denke ich, diesen Sommer haben die Sorge um den Amazonas ins Rampenlicht gerückt. Was aber die Abholzung zur Anpflanzung von Soja angeht, die EU erhebt schon jetzt keine Einfuhrsteuer auf Sojabohnen. Und dadurch wird das Handelsabkommen überhaupt keine verstärkten Anreize für weitere Sojaexporte setzen. Im Gegenteil, Mercosur gibt uns mit einem umfassenden Nachhaltigkeitskapitel und Schlichtungsmechanismus einen echten Hebel für höchste Standards, und zwar im Lebensmittelsicherheitsbereich, im Umwelt- und im Verbraucherschutz. Beispiel, zum Beispiel Vorsorgeprinzip, das neue Mercosur, wenn Gesundheit und Umwelt durch ein Produkt gefährdet werden, darf die EU überhaupt keine Steuervorteile mehr gewähren. Daher appelliere ich heute hier an Sie, beide Anträge abzulehnen. Und eins muss uns aber auch klar sein, Freihandel ist kein Recht des Stärkeren. Es darf nur zu fairen Bedingungen erfolgen, und das vor allen Dingen für unsere Bauern. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Daniela de Ridder für die SPD-Fraktion.